liebe Öhringerinnen und Öhringer, liebe Hohenloher, liebe Teilnehmer der Kundgebung. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, weil wir es nicht ertragen können, wie sich Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in Öhringen ausbreitet. Verleumdungen, islamfeindliche Hasstiraden und Verschwörungstheorien wurden wiederholt lauthals geäußert. Sicher, wir leben in einer schwierigen Zeit, mittlerweile auch wieder in einer Zeit des Kriegs. Aber mal ehrlich, welche Zeit war schon einfach? Auch die Menschen, die zu uns kommen und Schutz vor Terror, Krieg und Zerstörung suchen, stellen uns vor Herausforderungen. Der Hohenlohe-Kreis hat aber beste Voraussetzungen, die Menschen gut in die Gesellschaft zu integrieren. Den vielen Helfern in Ämtern oder Ehrenämtern, die täglich versuchen, den Geflüchteten so gut es geht zu helfen, ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen, möchte ich an dieser Stelle recht herzlich danken. Dennoch ist Hilfe, Unterkunft und Integration immer auch abhängig von finanziellen Ausstattung der Kommunen. Da reicht kein, wir schaffen das. Da muss mehr kommen, von Bund und von Land. Jeder Mensch hat in Deutschland das Recht zum Schutz vor Krieg sowie zum Schutz vor politischer Verfolgung Asyl zu beantragen. Dieses wird vom Grundgesetz garantiert. Und das Grundgesetz ist der Grundpfeiler unserer Demokratie. Wer dieses Grundgesetz in Frage stellt, rüttelt auch an unserer Demokratie. Deshalb sage ich, unsere Demokratie ist in Gefahr. Auch deshalb stehe ich hier. Menschlichkeit ist gefragt. Viele Probleme, die von den Rechten thematisiert werden, gab es auch schon bevor die Schutzsuchenden an den Küsten der Festung Europa gestrandet sind, die mit der Grenzschutzagentur Frontex errichtet wurde. Sei es die Wohnungssituation, mangels sozialen Wohnungsbau oder die soziale Schieflage in unserem Land. Seien es die Probleme im Gesundheitssystem, im Bildungssystem oder mangelnde Kindertagesstätten. Auch die Kriminalitätsrate hat sich nicht wesentlich geändert, außer auf Seiten rechter Straftaten, vor allem gegenüber Asylsuchenden und Flüchtlingsunterkünften. Unter den Geflüchteten, die in Öhringen wohnen, breitet sich schon Angst aus. Die Menschen, die vor Gewalt und Terror geflohen sind, soll schon wieder Gewalt angetan werden? Muss erst die erste Flüchtlingsunterkunft in Hohenlohe-Kreis brennen, wie an schon so vielen anderen Orten in Deutschland? Es ist eine braune Terrorwelle, die Deutschland dieses Jahr erschüttert hat. Dem muss Einhalt geboten werden. Auch darum stehe ich hier. Aber warum kommen so viele Menschen aus Syrien, Irak, Afghanistan und den afrikanischen Ländern zu uns und verlassen ihre Heimat? Sie fliehen vor dem Terror, den der Krieg mit Tod und Zerstörung mit sich bringt. Sie fliehen vor Bürgerkriegen, welchen die westlichen Staaten mit unterstützt oder angezettelt haben, um Hussein, Gaddafi oder Assad zu stürzen. Sie fliehen vor einem islamischen Staat, der ohne den Krieg gegen den Irak nie möglich gewesen wäre. Sie fliehen überall da, wo der Westen versucht hat, mit militärischer Gewalt Lösungen zu suchen. Sie fliehen auch vor deutschen Waffen, die wieder mal Spitzenexportumsätze und satte Gewinne generieren. Und jetzt fliehen sie auch wieder vor Bomben vieler Nationen und bald auch vor 1200 deutschen Soldaten, die nach Syrien geschickt werden sollen. Wer Terror mit Bomben bekämpfen will, schafft nur noch mehr Terror und noch mehr Menschen auf der Suche nach Schutz. Eine friedliche Lösung wäre doch zumindest mal, die Nachschubwege des IS zu blockieren, die Türkei und Saudi-Arabien in die Pflicht zu nehmen und ihr falsches Spiel zu beenden. Vor allem aber muss Deutschland aufhören, noch mehr Waffen in die Region zu exportieren.
Den Menschen muss vor Ort geholfen werden. Denn erst wenn die Gründe beseitigt sind, aus denen die Menschen zu uns fliehen, werden immer weniger zu uns kommen. Wir haben die moralische Pflicht, diesen Menschen zu helfen. Denn Menschlichkeit ist gefragt. Ich möchte, dass Öhringen bunt bleibt, weltoffen und menschlich. Und mit einem Hinweis möchte ich abschließen. Am kommenden Mittwoch findet ab 19.30 Uhr im alten Schlachthaus in Schwäbisch Hall eine Veranstaltung zu den Fluchtursachen mit der Bundestagsabgeordneten Heike Hensel statt. Fluchtursachen bekämpfen, nicht die Geflüchteten. Mittwoch, 19.30 Uhr, altes Schlachthaus, Schwäbisch Hall. Dankeschön.